Begrüße Sie nochmal ganz herzlich zu unserer heutigen Partnerpräsentation mit Visual Numbers. Mein Name ist Dominik Rudi, ich bin im Account Management für BXAG tätig, unter anderem aber auch zuständig für den Marktplatz. Allenfalls haben Sie mein Gesicht bereits schon mal auf dem Marktplatz gesehen oder sind mit mir telefonisch in Kontakt gewesen. Zu Gast heute haben wir auch noch den Matthias und den Reto, wo Ihnen das Tool Visual Numbers ein bisschen näher werden bringen und natürlich auch auf Ihre Fragen werden eingehen im Nachgang. Wie immer würde ich noch ein kurzes Intro machen, wenige Minuten zur BXAG selber. Ja, wer oder was ist BXAG überhaupt? Wir sind der grösste Schweizer Anbieter webbasierter Business Software. Wir sind das Schweizer Tool, was auch heisst, unsere Rechenzentren sind ausschließlich in der Schweiz. Sie werden betreut tagtäglich von rund 130 Mitarbeitern von uns und gegründet wurden sind wir im 2014. Ja, warum machen wir solche Partner-Webinare? Warum führen wir einen Marktplatz bei der Bexio? Sie sehen da, Digitalisierung ist sehr zentral. Dazu auch eine Studie von der HWZ, wo sehr viele KMU in der Schweiz auch befragt worden sind. Ja, wie sieht es denn aus mit der Digitalisierung und der Automation im Unternehmen? Und erschreckenderweise sieht man da, über 80% der KMU haben gesagt, wir sind eine Art digitale Dinosaurier. Und ich denke, auch in Zeiten von Corona hat das nochmal einen großen Impact gehabt. Und wir wollen Ihnen da eigentlich helfen, ein bisschen unter den Arm greifen. Und darum bieten wir auch einen Marktplatz an, um Sie effizienter im Tagesgeschäft zu machen und um Ihr Geschäft können zu automatisieren. Ich denke, die meisten Leistungen von uns kennen Sie sicherlich. Vielleicht da noch ein, zwei Worte zu den optionalen Services. Sie haben auch die Möglichkeit, Lohnbuchhaltung, wie aber auch ein Lager und das Projektmanagement über das BXO zu führen. Falls Sie mal ein solches Paket möchten testen, dann kommen Sie auch da gerne auf mich zu. Und wie bereits angesprochen, der Marktplatz, wo wir aktuell über 60 Partnerlösungen haben, um Ihr Ökosystem mit BXO können zu erweitern. Ja, wer schafft denn überhaupt mit uns zusammen? Natürlich Sie als Endkunde, wo das BXIO nutzt, aber natürlich auch Ihre Treuhänderin oder Ihre Treuhänder, wo Ihnen Buchhaltung über das BXIO macht. Wie erwähnt, der Marktplatz, wo Sie können Ihr BXIO erweitern und Banken und Versicherungslösungen, wo mit uns zusammenarbeiten. Ich habe es vorne kurz angeschnitten. Die Automatisierung ist ein Thema. Aktuell nutzen nur rund ein Drittel von unseren Kunden eine SAP. Sicherlich gibt es da noch Luft nach oben. In dem Sinn würde ich Ihnen auch vorschlagen, mal auf den Marktplatz drauf zu schauen. Den finden Sie entweder über das Bexio oder über unsere Homepage. Ist der verlinkt, wo Sie einfach wirklich auch mal könnten das App testen, ohne Kosten, und das könnten mal anschauen. Da noch ein kurzer Überblick von gewissen Partnern. Es sind nicht alle. Auch da, wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder auch gerne einfach eine Beratung möchten, wäre ich für Sie zuständig. So viel wäre es eigentlich schon von mir. Jetzt würde ich eigentlich das Wort sehr gerne an Matthias übergeben, wo Ihnen da eine Präsentation von Visual Numbers zeigt. Herzlich willkommen auch von unserer Seite. Wir werden wirklich den Fokus auf der Live-Demo legen, aber trotzdem ganz kurz einen Rahmen bilden, warum wir uns für die Entwicklung von Visual Numbers entschieden haben und was die Softwarelösung schlussendlich auch zu bieten hat. Ganz kurz, wir befinden uns da in der Schnittstelle zwischen strategischer und operativer Finanzplanung und genau dort, wenn wir mit Visual Numbers eine Lösung bieten für KMU, spezifisch sehr fokussiert auch für Schweizer KMU, um dort das Tool in die Hand zu geben, um den gesamten Budgetprozess auch gesamtheitlich können anzugehen. Wer sind wir? Es ist wirklich eine Co-Creation, die sich da gebildet hat zwischen der Xapita AG aus Oberkirch bis Sursee, als Softwarehaus und der Ardeo GmbH aus Luzern. Auch wir sind ein Softwarehaus. Zusammen mit dem Reto Reber stelle ich euch heute die Lösung vor. Genau. Vielleicht ganz kurz zur Ausgangslage. Wie sieht die Budgetierung aktuell, ja, die Landschaft aus, was Budgetierung gerade in KMU betrifft? Und da haben wir wirklich selber festgestellt, wenn wir uns mit dem Thema befasst haben,
dass ein Großteil, vor allem auch von der Kleinsten- und Kleinunternehmen, sich sehr gering mit dem Thema befassen, beziehungsweise auch überhaupt keine Budgetierung vornehmen und wenn dann allenfalls sehr rudimentär versuchen, die Budgetierung in Excel abzubilden. Und gleichzeitig merkt man dann, was auch verschiedene Studien zeigen, dass die Budgetierung auch ein sehr strategisches Tool darstellt, wenn man es richtig einsetzt, eben auch um die Leistungs- und Zielerreichung von einem Unternehmen dann auch können zu realisieren und so wirklich ein Instrument, ein zentrales Instrument für die Unternehmensführung dann zur Hand geben wird. Wenn man dann den Fokus auf Excel legt, wo man sieht, dass der Großteil wirklich immer noch Excel versucht einzusetzen, wenn sie Budgetierung machen, sieht man relativ schnell, dass einfach da damit verschiedene Problematiken verbunden sind. Einerseits der kollaborative Aspekt funktioniert sehr schwer, auch wenn man es dann versucht, über SharePoint oder so zu lösen. Man weiß nicht mehr, was ist die aktuellste Version, wer ist jetzt gerade dran am Arbeiten und so weiter. Auch Transparenz und Verfügbarkeit, gerade wenn man mehrere Personen verantwortlich, also wenn mehrere Personen verantwortlich sind für die Budgetierung oder auch neue Personen dazukommen, ist oftmals der Excel von einem Mitarbeitenden oder einer Mitarbeitenden sehr komplex gestaltet worden, aber es wird dann die Übergabe sehr schwierig. Auch die Visualisierung, gerade im Zusammenhang mit Präsentationen, erschwert. Und nachher der dritte Punkt, wo wir auch ein Augenmerk darauf gelegt haben, dass man dann versucht, auf dieser Budgetierung verschiedene Szenarien abzubilden, beispielsweise eben gerade Corona. Was könnte das für Auswirkungen auf unser Unternehmen haben? Und dort versucht man dann das über Reiter und so weiter zu lösen, aber es gibt dann kein eindeutiges Bild mehr. Genau diese Punkte haben wir versucht anzugehen mit Visual Numbers und da wirklich eine gesamtheitliche Lösung für die Budgetierung zu programmieren. Also wirklich das Finanzcockpit ist unsere Vision gewesen, die Kollaboration mit der intuitiven Nutzung zu verbinden und darum eben auch der KMU das Werkzeug für das Finanzmanagement können, zur Verfügung stellen. Das Ganze ist eine Webplattform geworden im SaaS-Modell mit allen Vorteilen, die damit verbunden sind. Wirklich die volle Kostentransparenz und andererseits auch profitieren die Nutzer immer von einer stetigen Weiterentwicklung von Lösung, die wirklich einfach auf die Feedbacks vor allem von den Kunden und Kundinnen weiterentwickelt wird. Genau in dem Sinn noch die letzte Folie von mir. Bevor wir dann in die Live-Demo gehen, das Preismodell, wo wir auch da versucht, dann möglichst vielen Unternehmen, unabhängig von Größe oder auch von der Situation, wo sich das Unternehmen befindet, können ein Paket zur Verfügung stellen. Einerseits eine Free-Version, wo wirklich für immer gratis ist. Ein Entry-Modell, wo vor allem eben auch der Soll-Ist-Vergleich ermöglicht mit der Daten aus dem Bexio und von dort aus dann können verschiedene Budgetvarianten erstellt werden und nachher ab Professional, wo dann auch ermöglicht, zum Szenarien zu bilden. Was das genau heisst, sehen wir jetzt in der Live-Demo und in dem Sinn würde ich gerne das Bild und das Wort dem Reto übergeben. Gut, sehr, sehr gern. Auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen und sehr gerne würde ich auf Visual Numbers in den nächsten paar Minuten entsprechend eingehen mit den Möglichkeiten, die es bietet. Auf der einen Seite eine Landingpage von Visual Numbers selber, wie auch gesagt, von Dominik, aber entsprechend über Marketplace von Bexio vorhanden und auffindbar. Hat ja zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite, wenn man bereits einen Account hat, dann tut man sich anmelden, ansonsten loslegen und dann hat man hier sehr, sehr einfach die Situation, dass man sich mit dem Bexio-Account entsprechend kann verbinden
oder dann eine Registrierung machen, wo man quasi ohne BXI-Account sich in der ersten Phase noch anmelden kann. Man kann die Verknüpfung auch zu jedem späteren Zeitpunkt entsprechend noch vorne. Wenn man mit BXIO möchte loslegen, dann springt es entsprechend ab und tut nachher die Situation herbeiführen, dass man sich hier mit BXIO anmelden kann. In meinem Fall ist bereits jetzt die Verbindung hier gestanden. Darum ist meine Anmeldung jetzt direkt auf BXIO oder mit dem BXIO-Account vollzogen worden. Genau, das für die Anmeldung. Wenn wir nachher die Situation haben, dass man sich im Tool befindet, ich habe jetzt hier den Account gewechselt, um den Demo-Case so aufzuzeigen, wo die Möglichkeiten zum Tragen kommen, haben wir auf der einen Seite, hier auf der linken Seite, ein Menü. Wir haben hier die klassischen Account-Settings und es gibt auch ein kleines Dashboard, wo ich später entsprechend noch darauf eingehen würde. Wenn ich vorab budgetiere, dann habe ich auf der einen Seite, oder auf der einen Seite die Möglichkeit, ein Budget, ein Kontorahmen, Entschuldigung, zu übernehmen, direkt aus BXIO, wenn ich das entsprechend habe. Oder ich kann einen selektieren, gehe dann im Admin-Teil auch noch kurz auf das ein. In meinem Fall habe ich jetzt so einen Kontorahmen definiert. Dann habe ich hier unten das Plus und kann eigentlich in dem Moment mit meinem ersten Budget anfangen. Gehe nachher weiter und kann hier Perioden selektieren, beispielsweise 2022 selektieren, Budget generieren. Und dann wird es nachher entsprechend aufgeladen und so sehe ich hier ein leeres, jetzt in diesem konkreten Beispiel, Budget, wo ich anfangen kann budgetieren. Ich gehe jetzt nicht aufs Leere ein, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Wir sehen hier verschiedene Staaten. Das ist das neu eröffnete, das ich jetzt vorhin gerade eröffnet habe. Und auf der anderen Seite habe ich hier Demo 2 und 3 zusätzlich. Eins im Status abgeschlossen. Was das bedeutet, tun wir nachher entsprechend an. Ich gehe auf mein Demo-Budget. Ich habe hier eine Budget-Situation erfasst. Handelserlös als Beispiel, 3,6 Millionen, Produkt 1 und Produkt 2. Wenn ich jetzt hier am Budgetieren bin, granular möchte budgetieren, habe ich hier sehr, sehr einfach die Möglichkeit, ein weiteres Detail hinzuzufügen und beispielsweise ein drittes Produkt zu budgetieren. Ich kann hier nachher auf der Ebene vom Jahr irgendeine Zahl eingeben. So ein konkretes Beispiel, wenn ich da hier reingehe und sage, ich nehme 600.000. Und da das entsprechend eingeben habe, kann ich es aufteilen auf die 12 Monate. Wenn ich hier nachher eingeben und sage, okay, ich habe jetzt hier im ersten Monat 60.000, dann tut es mir das davor entsprechend anordnen. So kann ich mein Budget durchgehen, so wie ich es kenne, entlang vom Kontenplan. Kann hier Details eingeben, hier habe ich entsprechende Monatsverteilung gemacht. Ja, auf der anderen Seite aber auch Beispiel Learn, jetzt hier im konkreten Fall, wo ich direkt die Zahl auf Jahresebene eingeschrieben habe. Und hier könnte ich wieder den Betrag aufteilen oder entsprechende Details hinzufügen, wenn ich beispielsweise einzelne Mitarbeiter oder was auch immer, je nach Firmengröße, kann es vielleicht Sinn machen, die einzelnen Mitarbeitenden direkt hier innen zu pflegen. Die klassische Situation, dass ich definieren kann, welche Konten wir hier innen anzeigen. Ich zeige das nachher noch. Also, wenn man jetzt hier einige Konten vermisst, dann hat das lediglich damit zu tun, dass ich zu Demo-Zwecken nicht gerade einen riesen Kontenplan genommen habe, sondern da entsprechende Reduktion vorgenommen habe. Hier unten habe ich dann nachher die Kennzahlen von dieser Erfolgsrechnung, wie man so kennt, aus BXIO, entsprechend aufgelistet. Die konkrete Situation, wo wir jetzt hier wunderbaren Unternehmensgewinn von etwas mehr als 4 Millionen wird bescheren in der Budgetierung. Genau, das sind so die grundsätzlichen Themen. Ein paar Sachen, wie das hier innen funktioniert, als Beispiel übrige Personalaufwand, hier als konkretes Beispiel, wenn ich würde reingehen wollen und sage, ja gut, wir nehmen im Standard von diesen 2 Millionen, die ich drin habe, nehmen wir 0,1, sprich 10% als übrigen Personalaufwand, dann habe ich die Möglichkeit, hier in der Zelle innen auch entsprechend zu rechnen. Das als Beispiel am Bereich übrigen Personalaufwand. Wenn ich so ein Budget nachher entsprechend fertig habe,
abgeschlossen habe oder es möchte weitergeben, dann kann ich hier auf der einen Seite das Budget abschließen. Die vielleicht realistischere Situation ist, dass man vielleicht auf einer Basis, das könnte jetzt hier schon sein, Produkt 3 als konkretes Beispiel, könnte sagen, ja, ich möchte das Konto Produkt 3 hier weitergeben. Wenn ich das anflage, dann geht mir hier oben der Button aktiv ein Konto freigeben. Ich kann das auch für eine ganze Gruppe machen. Also ich kann beispielsweise sagen, auf dem Gesamthandelserlös würde ich es machen. Und dann gehe ich hier hin und gebe die 4 Konten frei. Ich habe hier entsprechende Personen, die ich eingeben könnte. Wenn ich jetzt als Beispiel anschaue, ich gebe Pierre Müller ein, mit einer E-Mail-Adresse von mir, dass ich es simulieren kann. Dort gibt es den User schon und dann kann ich es entsprechend dem direkt zuweisen. Wenn jetzt das Beispiel ist, dass der User noch nicht existiert, voilà, auch das ist eine Möglichkeit, ich kann hier irgendeine E-Mail-Adresse eingeben und die Konten an eine dritte Person freigeben. Ich habe hier noch eine Nachricht hinterlegen und kann sagen, ja, bitte bis am 30.09. budgetieren. Wenn ich das gemacht habe und das Konto freigegeben habe, geht entsprechend ein E-Mail raus, wo nachher die Person sieht, ah, okay, da möchte ich irgendetwas budgetieren. Wenn sich die Person nachher anmeldet, ich bin jetzt hier nicht allzu fest am Hin- und Herkumpen, es ist aber so, wenn sich jetzt die Person anmeldet, dann sieht die selbstverständlich nur die Kontogruppe Handelserlös und tut hier die Budgetierung auch so vorne. Also das heisst, der kollaborative Ansatz, den wir vorhin gesagt haben, Excel, den man damit ablösen kann, ist genau so, dass man eben so sicherstellen kann, dass ich nicht mit irgendwelchen Blocks muss sicherstellen muss, dass irgendjemand das Tabellenschein nicht feststellt, sondern man kann genau darauf gehen, dass ich diesen Leuten nur das freigeben darf, die auch dürfen einsehen. Also das heisst, ich kann die Leute in der Unternehmung von mir so in Prozess einbinden, dass sie relativ einfache Übergabe haben. Wenn ich hier die Situation aufsehe, habe ich hier eine die Sprechblase, was mir jetzt zeigt, was passiert ist. Irgendwo das Konto auf dem Budget freigegeben haben mit der Bitte an mich bis zum 30.09. zu budgetieren. Hier können weitere Kommentare erfasst werden, die für die Leute entsprechend nachher einsehbar ist auf dieser Stufe. Das zu dem. Übergabe im Sinn von, an wen kann man hier die Kontoberechtigungen geben? Es ist so, dass man das an diverse Personen kann übergeben kann. Es spielt keine Rolle, ob die in der Organisation sind oder außerhalb der Organisation. Das ist absolut unbedeutend. Es geht hier wirklich darum, dass man beispielsweise einen Treuhänder kann integrieren kann, wo man direkt entsprechend so kann in den eigenen Budgetprozess involvieren. Das zu dem. Als nächstes würde ich sehr gerne zeigen, dass ich auch mit Vergleichszahlen arbeiten kann im Visual Numbers. Ja, hier der Reiter Vergleichszahlen, wo ich entsprechend kann sagen, okay, ich möchte mir einfach eine Plusspalte geben, ich kann diesen Test sagen, erstellen und dann kann ich hier irgendwelche Zahlen erfassen. Also ich kann hier reinklicken und kann sagen, okay, geben wir die Sachen hier entsprechend ein. Ich habe aber auch Möglichkeiten, das wieder löschen, das kann ich selbstverständlich auch. Ich habe aber auch die Möglichkeit, entsprechende Daten hier aufzuladen. Wenn ich ganz kurz in das Bexio wechselt, dann habe ich hier die Erfolgsrechnung mit den Zusammenzügen, was man entsprechend macht. Ich kann das File hier abziehen. Das habe ich in meinem Beispiel auch gemacht. Und dann kann ich nachher in Visual Numbers die Zahlen wieder aufladen. Mein Beispiel hier, ich habe hier einen Folder vorbereitet. Das ist der Export, den ich entsprechend vorgenommen habe aus Bexio. Heute habe ich das vorbereitet. Ich klicke das an. Ich gebe dem Namen dieser Spalte nachher beispielsweise ist 2022 Demo. Du es aufladen und dann lasse mir die Daten hier. Das ist jetzt die Spalte, die ich nachher auch kann verschieben kann. Je nachdem, wie ich das möchte, tut es mir das hier entsprechend aufladen. Das heisst, es sind genau die Werte, die ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt aus Bexio gezogen habe und hier jetzt in dieser Vergleichs Zahlentabellen kann verwalten.
Ja, hier schon eine Übersicht, beispielsweise, ich sehe natürlich nebeneinander, wie es aussieht. Das Ziel, das wir aber eigentlich damit verfolgen, ist, dass ich im Fall von einer Budgetierung, nehmen wir jetzt irgendwie das klassische Beispiel, ich möchte budgetieren, erste Runde vielleicht, 31.8. oder 30.9. ich möchte es auf der Zahlenbasis machen, die ich bis zu diesem Zeitpunkt habe. Oder die Vorjahreszahlen komplett. Ich gehe hier in ein offenes Budget rein und kann nachher hier oben Vergleichszahlen anziehen. Also ich gehe an und sage, okay, ich möchte jetzt das IST 22 Demo. Ich habe hier noch ein Beispiel gemacht von einem Worst Case, wo ich auch beiziehen könnte. IST 22 Demo, das sind die ich vorher aufgezogen habe. Wenn ich das anklicke, dann kann ich auch x-beliebige anwählen. Nehmen wir jetzt ein Beispiel. Dann habe ich hier nachher entsprechend die IST-Wert. Und hier habe ich nachher mein Budget, wo ich jeweils beurteilen kann, was ich möchte verwenden oder wie drauf splitten etc. und die Übersicht habe. Und wenn ich hier unten nachher bin, Kennzahlen von der Erfolgsrechnung, dann zeigt es mir hier die Situation oder den Unterschied entsprechend gerade an. Vielleicht ein bisschen mehr Sinn von meinem Budget macht das, wenn ich hier auch wieder angegangen, ich kann die Vergleichszahl auch wieder entfernen, tue das weg und nehme mein Worst-Case-Beispiel und so habe ich eigentlich gerade relativ simpel eine Variante kreiert, wo ich nachher sehe, ah, okay, im Worst-Case bricht der Gewinn entsprechend ein. So, die Situation von dieser IST-Vergleichsmöglichkeit. Ich kann hier x-beliebige Varianten nehmen. Also das heisst, ich habe auch beispielsweise mein Budget, das ich habe hier jetzt in diesem Fall gemacht habe. Ich gehe kurz raus und sage, ich habe jetzt hier ein abgeschlossenes gemacht. Gehe hier rein. Ich kann mir auch das entsprechend als Excel exportieren und kann nachher beispielsweise hier auch gewisse Adaptionen vornehmen, Zahlen wieder reinladen. Und so eigentlich sehr einfach Vergleichssituationen herstellen, was wir hier entsprechend unten nachher auch anzeigen. Das zu dem, wenn ich einen Schritt weitergehe und Szenarien thematisieren würde. Szenarien, das ist das, was der Matthias vorhin schon angetönt hat. Das ist dort, wenn wir in die unternehmensplanerische Situation hineingehen und sagen, okay, wie verändert sich jetzt meine Situation ganz konkret, wenn ich beispielsweise spezifische Cases rechnen würde? Hier habe ich das Beispiel erfasst, Szenario 2022 Demo. Ich kann hier x ein beliebiges Szenario nehmen. Was man muss machen hier, Test nehme ich weiter. Ich brauche einfach abgeschlossene Budget. Ich habe hier jetzt einfach nur das Demo 3 Budget abgeschlossen. Wenn ich ganz kurz hier würde aufzeigen und sage, ich tue auch das Demo-Budget hier abschließen, in den Szenarien innen bin, ein neues würde rechnen, dann habe ich hier nachher entsprechend beide, was mir anzeigt, wo ich auf Basis von einem abgeschlossenen Budget so ein Szenario rechnen kann. Warum muss es abgeschlossen sein? Damit sich die Datenbasis nicht verändert und so überhaupt das Szenario gegenüber einem statische Situation kann abgebildet werden, damit die Vergleichbarkeit gewährleistet ist und wir uns im Beruf sagen, was es effektiv auch muss rechnen. Ich nehme das, gehe nachher ein Szenario erstellen und dann habe ich hier den Szenario-Bilder, wo ich Freitext kann definieren kann. Auch hier, ich gehe kurz raus und nehme das, was ich bereits gemacht habe, dass man das in dieser Form ein bisschen einfach anschauen kann. Ich habe hier Wachstum über neue Filialen, Variablen hinzufügen, da kann ich irgendeine Variable definieren, das habe ich gemacht, aber ich könnte jetzt beispielsweise hier angehen und sagen, okay, wenn ich hier neue Filialen nehme, wenn ich hier entsprechend sage, das ist die Einheit Filiale als Beispiel, dann kann ich hier nachher sagen, Handelserlös, sagen prozentuale Zunahme oder fixe Zunahme über das Jahr oder über den Monat, wird wieder entsprechend aufgerechnet über das Jahr und sagen, okay, 500'000, dann kann ich die Variable hinzufügen. Ich kann da x beliebige Konten hinzufügen, also beispielsweise kann ich sagen, okay, wenn ich Handelserlös zunehme, dann nimmt man auch den Warenaufwand zu, den Einkauf zu, es nehmen wir Löhne zu, Miete nehmen wir zu und wenn ich das nachher hier anschaue, dann zeigt es mir hier genau, die Situation an, die entsprechend berücksichtigt, was sie jetzt verändert hat. Und hier sieht man nachher auch wieder, ich habe auf diesen Szenarien, genau die Situation, ich habe das Budget gehabt, ich habe ein Szenario gerechnet, in meinem Fall hat es bedeutet, dass ich
7,9 Millionen nachher Umsatz gemacht. Ja, eigentlich haben wir die Variable verändert. Und es gibt nachher hier unten einen Unternehmensgewinn nach Steuern. Wenn wir das vielleicht ganz kurz noch anschauen, wie das nochmal aussieht, Filiale. Wenn ich ein Beispiel nehme und sage Handelserlös, es nimmt der Fixbetrag zu über das Jahr von 500'000, dann habe ich so eine Situation, ein paar Test und dann kann ich das da drauf wickeln und dann habe ich hier den Schiebler, wo ich entsprechend sagen kann, okay, das passiert jetzt, das passiert und dann schiebt es mir hier nach Szenario, wenn ich 3 Filialen nehme, tut es mir eben einmal nachher den Wert, den ich vorhin auf der einzelnen Konto definiert habe, hinzufügen. So habe ich eigentlich eine Möglichkeit, dass ich sehr rasch mit wenigen Klicks in die Situation hineinkomme, wo ich an verschiedene Stakeholder aufzeigen kann, ja, was passiert, wenn wir jetzt beispielsweise ein zusätzliches haben. Ich bin hier komplett flexibel, also ich kann dann pro Variable individuell definieren, welche Konten sie möchte hinzufügen. Und das ist eine Situation, die sich nachher eigentlich durchzieht, dass ich hier nebst einem reinen Budget-Tool auch ein Unternehmensplanungstool in die Finger bekomme. Zwei, drei Sachen, die aktuell jetzt gerade ausgerollt wurden. Das Thema, das sehr, sehr rasch ist aufgekommen, ich weiß nicht, ob es Treuhänder hat, die am Webinar teilnehmen. Wir haben eine erste Treuhand-Version ausrollen. Wenn ich hier oben bin, habe ich jetzt einfach mein Geschäft. Und das bedeutet, dass ich hier jetzt nicht zwischen Mandanten wechseln kann. Wir haben eine mandantenfähige Lösung gemacht. Das heisst, der Treuhänder beispielsweise kann sich hier x Mandanten von einem User hinzufügen. Und das bedeutet nachher, dass wir die Situation haben, wo uns die Möglichkeit gibt, hier pro Kunde, wo ein Treuhänder beispielsweise hinzufügt, ein eigenes Abo-Modell. Der Matthias hat vorhin die verschiedenen Abo-Modelle gesagt. Das heisst, ich habe vielleicht einen kleinen Kunden als Treuhänder, dann kann ich für den das Entry-Abo nehmen. Ich habe vielleicht einen kleinen größeren mit mehreren Usern, dann kann ich für den ein Premium Professional Abo nehmen, wo mir hier die Möglichkeit bietet, für ganz viele verschiedene Kunden so eine Budget-Situation herzustellen. Die klassischen Sachen, das Profil, das sie angibt, die zeigen noch ganz kurz die Benutzerverwaltung auf. Das sind meine verschiedenen User, die ich vorhin gemacht habe, im Status, aktiv. Ich habe hier diverse eingeladen. Wenn ich so einen User entsprechend anklicke, dann habe ich hier die Situation, wo ich sehe, es hat auch für Berechtigungen. Was darf der? Was darf er nicht? Und so auch individuell pro User entsprechend kann einstellen, was so jemand darf. Also bis hin zu jemand, der nur darf lesen, jemand, der eben nur darf Konten bearbeiten, keine Szenarien machen, und da bin ich entsprechend komplett flexibel. Die Einstellungen, die Abo-Situation, das heisst ja jederzeit die Möglichkeit, die verschiedenen Abos zu bearbeiten, einfach per Kreditkarte anbindbar. Ich habe immer die Möglichkeit zu wählen, auf Monatsbasis oder auf Jahresbasis das Abonnement zu selektieren und kann hier auch sehr einfach zwischen den verschiedenen Schritten hin und her oder zwischen den verschiedenen Modellen hin und her kumpen. Wie ich es vorhin gesagt habe, auf der Stufe der Treuhänder kann genau das Abo pro Mandant eigenständig bearbeitet werden. Weitere Einstellungssachen sind die verschiedenen Firmeneinstellungssachen, Anschrift, was ist für eine Rechtsform etc. Ich glaube, das ist klassisch und da bin ich auf das Kontenplan gekommen, den ich ganz kurz anzeige. Jetzt hier in meinem spezifischen Beispiel habe ich entsprechend hier den Kontenplan drin und ich kann hier definieren per Flag, was das mir jetzt entsprechend soll in meinem Kontenplan angezeigt werden und was nicht. Die Integrationen, das ist der hier, den ich vorhin gesagt habe. Jetzt in meinem Demo-Account habe ich Bexo-Verknüpfung nicht gelöst, wenn ich entsprechend in den Account reingegangen, wo ich vorhin bei denen war und ich hier kurz zu den Einstellungen gegangen und die Integrationen gegangen anschaue, dann sieht man hier, dass eben die Verknüpfung entsprechend erstellt worden ist. Und hier hat es mir nachher direkt den Kontoplan, den ich auf diesem konkreten Beispiel jetzt in Bexio hinterlegt habe,
hat es mir hier entsprechend nachher reingenommen. Man sieht, dass sie deutlich mehr Konten angeflaggt. Ich kann auch eigene Kontenpläne machen, im Sinne von einem Excel, den ich aufladen kann. Die Möglichkeit besteht auch. Ich denke, gerade in diesem Kontext vom heutigen Webinar ist vor allem die Verknüpfung mit Bexio sehr ein interessanter Teil, wo man doch von der Bexio Kontosituation auch in Visual Numbers kann profitieren. Genau, das sind die Sachen, wo ich darauf möchte gehen. Ich habe hier auch ein Thema, das ich noch kurz möchte zeigen. Wir sind hier auch dran an einem stetigen Ausbau von einem Dashboard. Wir haben jetzt bereits einige Möglichkeiten erfasst, wo ich hier einfach dargestellt bekomme, zwei, drei Kennzahlen, was man auswählen. Ich kann hier auch wieder selektieren, welches das jetzt entsprechend möchte. Also ich habe hier das Ding wechseln. Voilà, jetzt habe ich das gleiche nochmal verwünscht. Ich nehme es zweites und dann tut es mir hier entsprechend andere Werte anzeigen, sofern ich selbstverständlich andere Daten drin habe. Ich habe hier immer noch die gleichen Daten drin. Habe die Budgets kopiert. Und das sind Möglichkeiten, wenn ich beispielsweise mal eine Variante gemacht habe und sage, okay, ich möchte hier schon auf der Budgetstufe vielleicht mit verschiedenen Budgets fahren, könnte auch sein. Ich kann sie duplizieren, ich kann sie löschen. Selbstverständlich wieder eine Berechtigungsfrage. Falls es mal ein bisschen mehr wäre, hier eine Durchsuchungsfunktion. Und so habe ich die Möglichkeit, hier relativ individuell auf die Situation einzugehen. Genau, das ist das, was ich inhaltlich möchte zeigen. Ich bin hier mehr oder weniger am Ende. Ein kleines Thema, das ich gerne noch möchte eingeben möchte. So eine, ja, wie soll ich sagen, so eine kleinen Ausblick, wo wir dran sind. Wir sind die Treuhänder-Situation, die Mandantensituation, wo wir sehr, sehr stark aktuell am Anschauen sind. Wir haben auch das Bedürfnis entdeckt, dass wir gerne pro Konto möchte Kommentare erfassen möchten. Da sind wir aktuell dran. Plus haben wir zum Teil gerade aus der Vergangenheit wertvolle Daten, Herleitungen von gewissen Werten, so dass wir eigentlich entschieden haben, dass wir zusätzlich auch noch Anhänge aufladen. Also das heisst, gerade in der Kollaborationssituation beispielsweise, wo sagen, okay, wir wollen Daten, die relevant sind für die Zahlen, belegen, dann kann man dann entsprechend pro Konto auch noch Anhänge aufladen, die auch noch mal eine gewisse Übersicht geben. Genau das zu dem. Wichtig, wir werden noch das Mailing im Anschluss an das Webinar. Es ist so, wenn man sich anmeldet, dann kommt man automatisch in eine 14-tägige Trial-Version, die kostenlos ist. Wenn man nachher nicht verlängert, dann geht man auf die Gratis-Version zurück. Also ist es so, dass wir von Anfang an und auch weiterhin werden eine Gratis-Version haben. Sogar noch unterhalb der Entry, da kann man einfach ein Budget machen. Das wäre es von mir und dann gebe ich gerne zurück an Dominik mit der Frage, ob allenfalls Fragen auftaucht sind, die wir dürfen beantworten. Besten Dank, Reto. Danke für die super Präsentation. Es sind noch ein paar Fragen gekommen, aber ich denke, du hast das sehr gut schon erklärt. Vielleicht noch eine allgemeine Frage, jetzt auch von mir für Kunden wegen dem Pricing, den wir ja vorne gezeigt haben. Du hast eben auch noch gezeigt, wie man User kann einladen kann. Einfach, dass für alle klar ist, ab welchem Paket kann man mehr als einen User einladen? Ab dem grössten, ist das richtig? Nein, also es ist bereits so, dass wir, wenn wir Preise anschauen, schnell die Pakete anschauen, ist es so, dass ich ab dem Professional entsprechend mit verschiedenen Usern arbeiten kann. Das Entry ist noch eine User-Lösung, aber sobald ich nachher auf dem Professional bin, habe ich entsprechend die Kollaborationsmöglichkeit mit verschiedenen Usern. Wunderbar. Noch andere Frage bezüglich dem, du hast ja Positionen freigegeben. Das kann man schon bereits im kleinsten Paket machen, oder? Also ich meine, oder wie ist das aufgebaut? Also kann ich immer freigeben? Also ich kann immer freigeben, es funktioniert natürlich einfach erst ab der Situation, wo man mit mehreren Usern, weil ich gebe es quasi an mehreren User frei, oder? Das heisst, ich muss überhaupt die Möglichkeit haben, mehrere User zu erfassen, dass ich an einen anderen User freigeben kann. Also hier bringt es mir wie nichts, weil ich quasi es mir wie mir selber freigebe. Und ab dem Professional kann ich nachher mit dieser verschiedenen User-Situation noch verschaffen. Alles klar, wunderbar.
ist noch eine andere Frage gekommen bezüglich Ist- und Soll-Vergleich auf den Monat. Also du hast es ja aufs Jahr gezeigt. Ist das auch möglich, auf den Monat zu vergleichen? Ja, das ist möglich. Oder ich muss es so sagen, es wird möglich sein. Geplant gegen Ende Monat, Anfangs des nächsten Monats mit dem nächsten Deployment oder mit dem Deployment, das zu diesem Zeitpunkt stattfindet, wo man nachher eigentlich, wenn man die Monatssituation macht, ich kann selektieren, okay, wo das ganze Jahr 22, jetzt in meinem konkreten Beispiel, ich habe ja vorhin für das 22 das Budget gemacht, und, vielleicht wenn ich hier ganz schnell drauf gehe, 1.1. bis 31.12. Es ist nachher so, dass ich im Bereich von der Vergleichszahlen gehe hier ganz schnell rein. Ja, jetzt muss ich schauen, wo ich es entsprechend. Da habe ich einen Zusatzwert reingenommen, dass ich hier nachher wie kann definieren, ob ich jetzt von dem 22, nur der Januar, der Februar oder das Quartal oder was auch immer möchte angezeigt haben. Das kommt, da sind wir uns bewusst. Zusätzlich zu dem möchte ich auch schon den Ausblick geben. Aktuell sind das die absoluten Zahlen. Ab der Variante, die wir hier nachher entsprechend lancieren wollen, sehe ich hier den oder Vergleich gerade in relativen Zahlen. Also ich sehe quasi, wie viel hinter oder über Budget ich entsprechend bin, auch im relativen Anteil. Alles klar, wunderbar. Danke für den Ausblick. Ist noch eine weitere Frage gekommen bezüglich der Positionen im Budget, ob man da auch einen Kommentar hinzufügen pro Position. Also scheinbar macht es das im Excel, wo sie nämlich seine Kommentare dazu schreiben. Ja. Ist jetzt die Frage, ob das kann da abbilden, ob das möglich ist oder nicht? Ja. Ist in Umsetzung das Feature, nehmen wir einfach auf der Gesamtstufe bis jetzt das Thema gehabt, das ich hier hingezeigt habe. Jetzt bin ich nicht in dem drin, wo ich vorhin die Freigabe gemacht habe, aber wenn ich hier einen Testkommentar durchfasse, dann sehe ich das einfach auf dem Budget. Und zukünftig wird es sein, dass ich hier entsprechende Spalten habe, wo ich pro Position nachher entsprechenden Kommentar kann hinterlegen. Ich kann den auch aufklappen, wenn es ein grösserer Text ist. Plus das Zusätzliche, was ich noch gesagt habe, wenn irgendjemand noch irgendeinen Berechnungsrahmen hinten dran anlegen will. Oder ich sage jetzt, ich weiss nicht was, oder dass man wie sagt, man macht irgendwie das Budget, wo man nur die abgeschlossenen Aufträge stellt, wo ich beispielsweise wo die Verträge anhänge und ich gerade sehe, wie viel in diesem Vertrag an Turnover resultiert, dann kann ich entsprechend die anhängen oder dazu aufhängen. Also die zwei Möglichkeiten werden im Verlauf vom April, Mai entsprechend ausgerollt, gemäss heutiger Planung. Wunderbar, besten Dank für das. Die Frage geht ein bisschen da rein, da ist noch eine Frage zu der API-Schnittstelle. Dass wenn man jetzt zum Beispiel etwas vermisst bei euch, dass man vielleicht auch selber noch etwas könnte anbinden. Bei uns ist das ja eigentlich möglich als Bexio, da wir offene API-Schnittstelle haben. Das weiss ich nicht, über das könnt beantworten, wie das bei euch aussieht. Aus technischer Hinsicht. Ja, wie soll ich sagen, oder Xapito AG, wo nicht nur Visual Numbers macht, oder sie machen noch andere Lösungen, haben das Logistikportal gemacht, sie haben für den Flughafen Zürich ein grosses Portal gemacht. Also wenn es Bedarf gibt, technologisch ist das so bereit, wenn es Bedarf gibt, müssten wir es miteinander entsprechend anschauen, damit wir es nachher auch schauen können, wie der Bedarf jetzt aussieht, welche Daten was man möchte integrieren. Aber selbstverständlich, wir sind offen und auch interessiert an einem solchen Austausch, wenn es solche Wünsche gibt, dass wir die können anschauen können. Wunderbar, besten Dank. Du hast vorhin schon kurz aufgegriffen, wenn ich jetzt als KMU mehrere Firmenkonto mit Bexio habe. Vorhin hast du es kurz gezeigt, im Pricing haben wir ja drei Firmen, die man anbinden kann, im grössten. Ist das richtig? Habe ich das richtig gesehen? Ja, also es sind unbeschränkt auf den Firmen, die man anbinden kann. Das ist unbeschränkt. Ja. Ich habe hier oben dann die Situation, dass ich hin und her switchen kann. Ich kann sagen, wir sind aktuell bereits in einem produktiven Zustand mit einer Treuhandfirma aus dem Raum Zürich, wo entsprechend verschiedene Mandanten angebunden hat und dort pro Mandant nachher genau so eine Oberfläche hat, wo man individuell pro Mandant kann definieren, was für ein Modell man entsprechend will. Es ist auch so, dass quasi die Abrechnung über den Treuhänder
beispielsweise funktioniert. Also es gibt eben die Treuhänder, den Basis-Account und da sind die verschiedenen anderen Mandanten und er kann das nachher entsprechend selber definieren, was er für einen User will, für ein Pricing machen und kann es auch in freiwilliger Form weiterverrechnen. Also im Sinne von, es ist wirklich so, dass man dort ein Treuhandportal auch bereitstellen will. Alles klar, das beantwortet die Frage sicherlich. Ist noch die Frage gekommen, ob Visual Numbers aufgrund von Erfahrungswert zum Beispiel auch könnte ein Budget vorschlagen? Jetzt, also nicht nur im Vergleich, sondern vielleicht auch einen Vorschlag. Ja, jetzt nicht, wo die ehrlich sind, es kann sie jetzt nicht, oder? Aber unsere Überlegung geht natürlich sehr stark in die Richtung, oder? Beispielsweise, dass wir auch auf dem Szenario-Thema haben wir schon diskutiert, auf der Gesamtbudgetierungssituation, dass man eigentlich wie könnte reingehen und könnte sagen, ja, machen wir aufgrund von der und dieser Situation den Vorschlag. Varianten A, Variante B, auch da mit steigender Userzahl, dass man beispielsweise kann sagen, ja, man möchte Benchmarks anzeigen. Oder als im Vergleich zu einer ähnlichen Firma in der gleichen Branche mit gleich vielen Leuten sind meine Lohnkosten im Schnitt, unter dem Schnitt, über dem Schnitt, meine Mietkosten etc., dass wir hier eigentlich ein Portal bereitstellen, wo fortlaufend zusätzliche Features dem Thema Finanzportal im grösseren Sinn werden Rechnung tragen. Oder auch Liquiditätsmanagement ist so ein Thema. Wir sind uns bewusst, Liquiditätsmanagement gehört auch in den Triangel Budget, Buchhaltung, Liquiditätsmanagement. Auch da sind Anfragen, nur, wie man so Verknüpfungen kann machen kann. Gerade auf dem Bexio Marketplace gibt es ja diesbezüglich auch interessante Lösungen und wir wollen da auch entsprechende Hand bieten, dass wir auch das Thema Liquiditätsmanagement mit fortlaufender Dauer werden können weiterentwickeln. Es ist Software as a Service, Funktionalitäten werden stetig steigen und umso besser, wenn wir von Kunden wertvolle Inputs bekommen, dass wir es wirklich auch entlang von den Bedürfnissen der Kunden können priorisieren. Das klingt wunderbar. Eine weitere Frage bezüglich der Verknüpfung, sprich der Schnittstelle von Bexio zu Visual Numbers. Was ihr übernehmt, also grundlegend ja die Finanzzahlen und den Kontenplan, oder? Oder gibt es da noch weitere Synchronisationspunkte, wo da reinkommen? Also wir würden natürlich gerne noch mehr übernehmen, oder? Das ist auch ein bisschen von euch abhängig, Dominik, was ihr zur Verfügung könnt, oder? Ich meine, so ein grosses Ziel, das wir natürlich hätten, wäre, dass wir den Abgleich, den ich vorhin gesagt habe, mit Download und Upload, oder, dass wir das in Realzeit machen können. Sprich, dass man die Zahlen kann stetig übergeben kann, im Sinne von, ich selektiere irgendwann einen Stichtag und es übernimmt man nachher Daten. Da ist sicher in unserer Zusammenarbeit auch noch ein weiteres Potenzial. Ich darf nicht vergessen, dass wir erst seit ein paar wenigen Monaten eigentlich in Kontakt sind miteinander. Aber klar, es ist. Je mehr wir können integrieren können, wo bereits irgendjemand vorhanden ist in Bexio, umso einfacher ist es für einen User, wenn er nicht zusätzliche Klicks muss machen und einen direkten Abgleich bekommt. Auf jeden Fall, absolut. Das ist noch eine Frage zum Dashboard. Nehme ich jetzt mal an, und zwar, welche Kennzahlen werden da gezeigt? Ich denke, das wird da auf das Dashboard gerichtet sein. Ja, also wir haben jetzt einfach mal ein paar gegeben, die jetzt hier standardisiert sind, angezeigt, direkte Kosten am Umsatz, Personalaufwand am Umsatz, Betriebsaufwand am Umsatz und die EBIT-Marge, die wir hier jetzt mal ausweisen. Erstens mal, vielleicht vom Outlook her, unser Ziel ist, dass wir hier einen Visualizer haben, also wie das Szenario, das man gesehen hat. Das Szenario-Bilder, wo ich ja sehr einfach kann, verschiedene Konten nehmen und die in ein Verhältnis stellen und nachher eigentlich den Effekt auf ein Szenario darstellen. Das Gleiche, wenn wir im Bereich vom Dashboard machen. Also das heisst, dass man eigentlich wie so einen Dashboard-Creator hat und man individuell die Zahlen kann zusammenstellen kann, die man sich gerne möchte anzeigen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die auch da wieder, wenn jetzt irgendwelche Wünsche rum sind, was für Zahlen man möchte anzeigen, am Schluss des Tages, wenn wir Daten hier innen haben, können wir eigentlich alles anzeigen. Wir nehmen die Inputs mehr als gerne entgegen und es soll sicher nicht die Nutzung, jetzt hier ein Zahl rum ist, die nachher einfach nicht rum ist, wo wir gerne drauf werden. So muss ich sagen. Wunderbar. Da ist noch eine Frage bezüglich Schnittstellen. Aktuell können andere Aspekte verknüpfen. Jetzt ist gleich noch eine Frage bezüglich anderen Partner oder ERP-Systemen. Wie es da aussieht. Stand jetzt.
Ja, Stand jetzt ist Spexio und wo da Transparenz ist, selbstverständlich. Also die Diskussion ist von Anfang an transparent gelaufen mit Spexio. Eine exklusive Situation, wo wir jetzt Zusammenarbeit haben. Im Gegenteil, wir wollen logischerweise das Tool noch stärker verbreiten. Und wir sind mit diversen anderen Partnern gemacht. Im jetzigen Punkt habe ich aber noch nie einen abgeschlossenen Vertrag auf dem Tisch. Alles klar. Jetzt haben wir noch zwei Fragen übrig. Und zwar jetzt dann auf Frage, das muss ich noch lesen. bezüglich Abweichungen zum Budget mit Farben, ob man das irgendwie könnte hinterlegen, also in verschiedenen Farben. Also, ja. Ja. Und da ist bereits etwas gegangen seit der Version 1. Oder? Wir haben mit diesen Vorzeichen angefangen, oder? Wo man gesehen hat, dass man Grün und Rot, das Plus und Minus, dass das einfacher dargestellt wird. Im Moment auf der Abweichung ist es noch nicht definiert, aber ich nehme es gerne auch gerade auf, oder? Dass man wie sagt, okay, alles was Plus ist, ist Grün, alles was bis zu einem bestimmten Teil negativ ist, ist Orange oder Gel und irgendeiner wird es dann noch Rot. Das wäre sogar eine Lösung, wo wir uns jetzt könnten vorstellen, dass man so etwas auch mal konfigurieren kann. Auch hier, ich nehme es gerne auf, aber Stand jetzt ist noch nicht die Abweichung in Form von Farben dargestellt. Aber ich nehme das sicher auf. Teilnehmer hat es auch von Xabido im Call dabei oder im Webinar dabei. Ich denke, die Notiz wird auch dort schon gemacht sein und sonst leite ich sie sicher weiter. Wunderbar. Letzte Frage. Und zwar ist es eine Anwendungsfrage. Da wird geschrieben, in der Gratis-Version kann man keinen Excel-Export machen. Jetzt, ich weiss nicht, kannst du das bestätigen oder nicht? Ja, das ist so, ja, im Sinne von, dass wir gesagt haben, okay, das ist einfach so eine, wie soll ich sagen, in Form von einem Appetizer, die Gratis-Version, ich habe die Sachen da, und darum haben wir dort den Export nicht bereitgestellt, oder im Sinne von, man darf nicht vergessen, oder ich meine, das Entry-Abo kostet 7 Franken, wenn man es auf die Jahresebene nimmt, das ist ein Betrag unter 100 Franken, und der Schnitt ist im Moment dort, wo wir gehabt haben. Es ist übrigens so, dass das Entry-Abo auch aus einem Kundenfeedback entstanden ist. Das haben wir am Anfang nicht gehabt, die 7 Franken oder 10 Franken, wenn man es auf monatlicher Ebene nimmt, haben wir es nicht gehabt. Und haben dort auch gesagt, okay, ja, wir wollen all die ganz kleinen Firmen ansprechen, die nachher nicht gerade irgendwie mit Konten freigeben und so arbeiten wollen. Und darum haben wir bewusst noch eine sehr niederschwellige, günstige Version rein, wo dann nachher die Möglichkeiten bereits bestehen. Mhm. Ja, das klingt doch gut. Wunderbar. Besten Dank für die Beantwortung von der Frage. Es wären jetzt alle gewesen.